Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Crew Wild Run, der Summit Qualifier, Guts and Glory, und wir machen jetzt hier das Markenzeitrennen mit unserem neuen Dodge Challenger SRT 2012er Edition in Rally Style. Ich glaube, dieses Rennen kenne ich. Das Auto ist zumindest schon mal geil. Wir sind nur sau schwach. Ich meine 739, da können wir nicht viel erreichen, aber mir geht es mehr um die Platzierung. Denn damit holen wir uns jetzt die Punkte, die uns auf den Platin-Rang befördern. Die Strecke kenne ich schon in- und auswendig. Verzeiht mir, wenn ich einen Fehler mache, aber kann ja passieren. Das war zum Beispiel ein Fehler, der nicht gut war. Viel zu langsam den Berg hinauf. Wer hier ein schnelles Fahrzeug hat, der kann das locker unter einer 1.10 schaffen. Aber wir haben es halt einfach nicht. Aber ich bin trotzdem froh, wenn wir hier ein gutes Ergebnis abliefern. Jetzt gibt es erstmal ein Steuergerät. Das werden wir dann fleißig einbauen. Jetzt sind wir 205er. Befördert uns hundertprozentig auf den Platin-Rang. Schauen wir gleich mal hinten. Fallen noch weiter zurück. Wir fallen noch weiter zurück. Haben wir fast schon eine Sekunde Rückstand. So, das haben wir Vorsprung gemacht. Und haben am Ende eine Verbesserung, das schwöre ich euch. Reifen gewonnen, das gibt auch wieder einen Schub nach vorne. Und wir sind jetzt auf 161. Reicht das mal für die nächsten Tage? Geld haben wir leider ja nicht so viel. Und ja, wir sind auf einem Platin-Rang. Und jetzt geht's darum, PvPs zu machen. PvP bedeutet Rennen. Und wir suchen jetzt erstmal eine Lobby. Schauen wir mal, ob wir eine finden. Jawohl, kann ich euch auch schon mal sagen. Hier sieht alles sehr gut aus.
alles auf einem sehr guten Level. Außer die FF-Stunts natürlich, okay, ist auch kein Wunder, wir haben keinen Wally, ohne Wally geht das leider nicht. Ich bräuchte einfach jemanden, der mit mir das macht. Die FF-Stunts habe ich leider jetzt im Moment nicht, das heißt, geht leider nicht. Driftprüfung geht natürlich besser, Monster Arena geht natürlich auch besser, Drexler-Prüfung geht natürlich auch besser. Alles kein Problem, das spare ich mir aber eher für die nächsten Tage, damit wir da auch noch was zu tun haben. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir was finden. Ich finde den gar nicht mal so schlecht hier, den Dodge Charger RT Hemi. Ich bin ja gespannt, ob wir Lobby finden. Ganz oder was? Hier ist das Ding. Ganz in Glory und so. Ja, mit Silber kommt man natürlich nicht weit. Und wir fahren einfach mal querfeld ein. Oh, da ist ein Fluss. Ja, das sind wir wohl gnadenlos abgesoffen. Und wir saufen wieder gnadenlos ab. Oder auch nicht, der Baum hat uns gerettet. Auf geht's, ich will PvP-Missionen machen. Vorne geht eine Brücke drüber. Genau hier. Es findet keine PvP-Mission, das kann doch nicht sein. Sonst würde ja unser Auto stehen bleiben. Ich tue das aber nicht. Abgesoffen. Wir erklimmen die Spitze. Ja, wir sind kaputt gegangen. Ha, wir sind drin. PvP-Missionen, auf geht's. Ja, was machen wir denn? Gibt es auch irgendwas mit Performance? Alle wollen Rally, bloß ich nicht. Und was kommt dran? Rally! Autos sind schon mal geil. Ist auch geil. 3 Platin 1 Spieler gegen 3 Bronze 4 Bronze Spieler.
Und so viel bin ich ja nicht. Ich möchte eigentlich als nächstes Swift-Auto einen Subaru kaufen. Der soll nämlich ziemlich geil sein als Swift-Auto. Hätte relativ gut laufen können. Platin 1 Spieler nähert sich von hinten. Der drückt mich auch mit seinem Windschatten. Ha! Er hat's vermasselt! Wir schnuppern an der 1, aber da kommen wir nicht mehr ran. Am Ende ist es ein lockerer zweiter Platz. Jawohl. Das gibt Punkte und Geld. Vulkanspinne gewinnt. Wahnsinniger Name. Ja, gibt 13.000 an Bucks und der Eventrang verbessert sich auf 295. Zurück in die Lobby, nächstes Rennen. Eins geht noch in diesem Part. Back to the Lobby. Auf geht's, ich würde gerne noch eins machen heute. Mach mal doch. Ich würde das Performance ausprobieren. Okay, der da oben macht Rennen. Wie sich die Leute hergedient haben, geil. Der andere macht auch Rennen. Der andere macht auch Rennen, dann macht der Straße und der dritte macht erstmal gar nichts. Auch Rennen. Auch Rennen. Alle machen Rennen. Bis auf ich, Performance und Zoniak.de macht Straße. Es kommt dran, das Straßenrennen, und damit fahren wir mit einem Nissan 370Z. Das Gute ist, wir besitzen den. Das Beschissene ist eher, er sieht entscheiße aus. Detroit Tour gewinne das Rennen. Wieso müssen wir jetzt eigentlich von ganz hinten starten? Wir haben doch das letzte Rennen als zweiter abgeschlossen.
Ja, da ist Zodiac wohl am besten durchgekommen. Zodiac führt das Rennen an, wir wieder Zweiter. Kraftmeister hinter uns. Es gibt viele Facetten in dem Rennen, aber man kann das auch besser machen. 30 Checkpoints hat das Rennen. Daywalker hat sich schon verabschiedet. Oh, von hinten kommt jetzt aber Kraftmeister hier angerauscht. Hat sich jetzt aber wieder ein bisschen verabschiedet. Zodiac, die haut ab. Gut aus der Kurve rausgekommen und der müsste das eigentlich gewinnen. Wenn er sich nicht so gut anstellt. Ha! Kraftmeister ist hängen geblieben. Wir haben halt einfach das Problem, dass wir genau die gleichen Fehler gemacht haben wie Zodiac.de vorne. Ist halt relativ blöd. Damit hat Zodiac.de gewonnen. Und wir beenden bald das Rennen. Ja, Zodiac.de gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Und wir werden guter Zweiter. Muss man natürlich auch erstmal schaffen. Kraftmeister sollte dann am Ende doch schon Dritter werden. Löst sich aber ordentlich viel Zeit. Jawohl. Testen das auch noch und wir erhalten für dieses Rennen gute erstmal ein Paket. Und gute 20.000 Bucks und sind Eventrang 237 jetzt. Ja. Dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und nächste Woche geht's hier weiter mit dem nächsten Part von The Crew Wild Run. Jawohl, nicht verpassen, bis dahin. Ich sag danke fürs Zuschauen. Das Summit bleibt dabei erhalten. Ich weiß es nicht, ob im nächsten Part dann schon das neue Summit kommt oder ob wir das noch weitermachen. Ihr werdet das auf jeden Fall erfahren, welcher Platz wir am Ende geworden sind. Und ja, bleibt dabei. Eventuell gibt es nächste Woche nochmal PvP, wenn es mal schauen, was so geplant ist. Bis dahin, ich sage danke fürs Zuschauen. Wir verlassen erstmal die Lobby und schauen uns nochmal unseren Rang an. Wir sind 86. im Summit und ja, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt dabei. Schaut rein. Ciao.